Willkommen zu einer neuen Santa TV Videoblog-Folge. Und heute sollte meine Freundin Sarah Zander angeln. Bleibt dran, was so passiert ist. Jetzt wieder schönste Wetter, ne? Was uns so auf dem See passiert ist und was sie für einen Vogel abgeschossen hat. Guckt es euch selber an, das war der Wahnsinn. Also dranbleiben und viel Spaß bei den nächsten Minuten. Ersten aussichtsreichen Platz angekommen, bevor wir angeln. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Frauen sehr viel Gefühl beim Angeln haben, was beim Zander nicht das Schlechteste ist. Keine Ahnung, ich meine einfach das, was mir gesagt wird. Sie sagt ganz scherzhaft oft, dass sie schon seit 5 Jahren so viel vom Zander-Coaching mitbekommt, immer, wenn ich das mache, dass sie das eigentlich schon komplett verstanden und aus dem FF drauf hat und mehr über den Zander weiß als manche Angler von euch. Grüße gehen raus an den Bauchchirurg. Insider. Ich find's nicht geil. Ja, überhaupt nicht geil. Oh. Geschafft. Ja, toll. Oh Gott. Ich muss mich immer hier von meinem Klamottenberg hier befreien. Ich sehe gar nicht, wann der aufploppt. Ich mach das nur nach Gefühl hier. Da muss man einen anderen Winkel nehmen, ne? Oder nimmst du die Polbrille? Ja, ich glaube, ich brauche die Polbrille, weil ich sehe gar nichts. Sehen ist schon wichtig. Und die wichtigste Lektion, wenn es zuckt, zurückzucken. Aha. Ganz, ganz wichtig. Ja, jetzt sehe ich es. Unten. Ja. Und im Nahbereich vom Boot dauert es immer länger, bis er wieder unten ist. Okay. Weil der Winkel steiler wird. Und dann macht's Batsch und dann machst du zurück Batsch. Ich dachte, bumm. Oh, ich glaube, da war gerade ein Tock. Also so ein Anfasser war da gerade. Reaktionen wie eine Muschel. Ja, Fisch. Oh. Alter. Hallo. Da ist er doch. Da ist er. Wow. Oh, geil. Erster Fisch des Tages. Geil. Das kleine Gürkchen. Geil! Woo. Hat's gezuckt? Ja, es hat gezuckt. Es hat einen Pock gemacht und ich habe gezogen und dann war er dran. Geil. Ja, geil. Da ist das schöne Tier. Geil. Kleine Gürkchen reingezimmert. Kleiner Zander, aber man freut sich ja über jeden. Ja, voll geil. Kannst du jetzt nachvollziehen, was die alle so antreiben? Ja, absolut. Hedri, Sarah. War, ja? Gehört das auch dazu? Klöppel? Ja. Habt jetzt mir einen neuen drauf gebaut. Mhm. 10 Gramm, 12 cm Genickdrilling. Was auch immer das ist, ne? Ja. Hört sich gut an. Für hoffentlich einen besseren. Jetzt ist Wind aufgekommen, das nicht ohne. Ich hasse es gerade. Ich find's nicht geil. Das ist nicht gut. Mhm. Machen wir jetzt? Ja, ja, was machen wir jetzt? Reinfahren? Gerade angefangen. Mal was anderes machen ist gut, oder? Ja, und lass mal was anderes machen. Würde ich sagen, ein bisschen vertikal angeln. Was haben wir gerade gemacht? Geworfen. Achso. Naja, dann machen wir das. Da kannst du sitzen bleiben. Ja, das ist super. Schön aus dem Sitzen angeln. Okay, alles gut. Machen wir so. Bis fast zum Grund. Stopp. Kleines Bündchen. Stopp. Da, er kommt. Ah, fuck. Oh mein Gott. Oh, jawohl, jawohl. Oh, geil. Ah. Ja, ist jetzt noch nicht so groß. Na und? Ist doch egal. Da ist geil. Ja, wow. Wie schön der ist. Dein Vertikalzander. Ja, geil. 20 Gramm Schraubkopf. Wahnsinn, ey. Schön angesammelt. Ja, das ist echt geil. Wenn man das so sieht und den dann auffängt, das ist ja Wahnsinn. Nickdrilling-Montage lösen. Das geht flott und sauber. Ja. Kannst du wieder laufen. Okay. Ist fort, oder? Ja, krass. Getockt, ne? Ja, das war Wahnsinn. Geil. Hat richtig Spaß gemacht. Ich
fühle mich wie so auf hoher See. Locker flatter. Huch, oh Gott, ich bin erschrocken. Die Schillerlocke flattert. Ja, ist toll, ne? Oh. Stopp. Ein Stück näher ran. Ich muss ein bisschen früher stoppen gesagt. Mhm. Nee, er kommt. Er kommt, er hat ihn gesehen. Mit einer Geberstange. Yes! Oh. Yes. Alter. Der ist groß. Alter. Sebastian? Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, der zieht mich mit rein. Ach du. Alter Falter. Der ist gut. Oh Gott. Nicht nur mit der Rolle drehen, sondern auch mit der Rute pumpen. Ach so, okay, okay, okay. Mit der Rute pumpen und dann nachkurbeln, wenn du mit der Rute runter gehst. Wieder. Um wieder neu aufzupumpen. Okay. Boah. Genau. Boah. Was ist denn das für ein Monster? Oh mein Gott. Ja, den habe ich. Oh mein Gott. Wie groß ist denn der? Ach du Gott. Ja, ist er. Alter Falter. Bügel auf bitte. Oh mein Gott. Und Ruder einfach ablegen am E-Motor hinten. Oh, guck dir das an. Dein Zander. Den habe ich gefangen. Krass, ey. Was für ein Monster. So, jetzt zeig mal her dein Zeugnis. Ich krieg den gar nicht gehoben. Oh mein Gott, der ist so fähig. Boah. Krass, ey. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Glückwunsch. Danke. Ja, der ging nicht mehr ab. 16er Nachtschatten. Weg. Okay, jetzt machen wir schnell anlegen, messen ja, und zurück. Ja, ja. Ein 70er Zander. Ah, da ist sogar 71. Sieht aber massiver aus, ne? Boah. Richtig straff im Futter. Heftig, wirklich. Und jetzt Katzen zurücklassen. Ja, der wird auch schwer, ey. Boah. Aua. Ich hab das abgerechnet, aber ich hoffe schon. Ich bin richtig fertig. Ne? Meine Hände sind voller Schleim. Das ist der Wahnsinn gewesen. Boah, fertig. Ja. Klein angefangen beim Werfen? Ja, wirklich von so auf so. Und er ist so eine Maschine, ey. Krass. Das war der Wahnsinn. 71. Und man denkt ja gar nicht, ich habe ja schon mal so einen 60er gefangen. Ne? Der war aber nur so eine. Der war nur so dünn. Und das war ja so ein richtiges. Das war ja wie so ein kleines Ferkel. Wie gut stand der denn im Futter, bitte? Also, der hat wahrscheinlich seine Genossen aufgegessen oder so. Keine Ahnung. Aber das war wirklich, also, ich habe den ja kaum gehalten bekommen. Wahnsinn. Händezitterfaktor, ist er da? Händezitterfaktor ist auf jeden Fall innerlich da. Also, Händezittern ist eher voll geschleimt. Aber geil, das ist der Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinnsgefühl, wenn man den da rausdrillt. Wirklich, vollkommen plemplem. Der Biss? Der Biss, das ist ja nur noch so eine, oh mein Gott, man checkt das gar nicht mehr. Das ist dann im Kopf auf einmal so automatisch alles, das ist der Wahnsinn. Bist du Zanderanglerin? Oh, ich weiß nicht, also mein Herz. Also ich kann es mir vorstellen, dass man das geil, richtig geil findet. Ja. Und an so Tagen geht das auch, also Wahnsinn, geil. Ich würde es wieder tun, ja. Oh. Okay, nicht, dass ich mir eigene Konkurrenz ranzüchte. Ja. Eher nicht. Ne? Nee. Schön, dass du mal dabei warst. Ja, war. Ne? Vielen Dank. Ja. Und über Zandangeln hast du ja in den letzten Jahren sehr viel schon gehört. Oh Gott, ja. Jeden Tag. Jeden vereinzelten Tag. Du weißt ja sehr viel darüber. Ja. Aber machen ist mal was anderes. Ja, also das ist trotzdem, also obwohl man das alles weiß, das dann umzusetzen, ist schon nochmal was ganz anderes. In dem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das Tackle gibt es bei Zack im Online-Shop und auch beim Zack-Händler, habe ich unter dem Video verlinkt. Und auch Infos zum Zander-Coaching. Und wir sehen uns im nächsten Mal irgendwo anders, irgendwo wieder. Und vielen Dank an die liebe Sarah, dass sie das überhaupt mitgemacht hat. Ja.
Ja, danke auch, dass du mich mitgenommen hast überhaupt. Klar, gerne.